Es hat lange gedauert, bis es nun auch in Salzburg-Stadt einen Reisemobilstellplatz. Vor einigen Monaten hat der erste Reisemobilstellplatz Salzburg seine Tore geöffnet und bietet den gleichen tollen Komfort wie auch schon in Wien, Graz und Moreck. Groß angelegte Plätze, ausgestattet mit Stromanschluss. Tolle Fähr- und Entsorgung, damit auch große Fahrzeuge ausreichend Platz finden. Die Sanitäranlagen sowie zwei Waschmaschinen befinden sich in einem für die Gegend passenden Holzhaus, wo auch noch die Rezeption und ein Kaffeehaus Platz finden. Die Platzbetreiber erzählten uns, warum sie auch in Salzburg einen Stellplatz gebaut haben. Ja, der Reisemobilstellplatz in Salzburg ist ein weiterer Teil unserer Strategie, wo wir in Österreich die touristischen Hotspots mit Reisemobilstellplätzen in einer durchgehenden Qualität ausstatten wollen. Darüber hinaus ist Salzburg für uns auch wichtig, weil es sozusagen das Tor zum Westen Österreichs ist und gleichzeitig aber auch in Richtung Deutschland. Salzburg ist eigentlich was, was wir immer schon haben wollen und es hat lange gedauert, aber wir haben es geschafft und jetzt sind wir da. Das Wichtigste am Schluss, die Besucher selbst. Wie zufrieden sind sie? Was ist das Besondere an diesem tollen Platz? Ja, die sind freundlich, alles ist sauber, wirklich. Wir sind das erste Mal da. Okay. Es ist eine ruhige Lage, also es ist gut anzufahren, die Busverbindung nach Salzburg eigentlich perfekt. Naja, gerade zur Zeit zwischen Herbst und Frühjahr haben die Campingplätze rund um Salzburg eigentlich geschlossen. Und die Besucher, die mit Wohnmobilen gekommen sind, haben eigentlich immer am Mirabellplatz direkt im Zentrum, für Wohnmobilfahrer natürlich ideal, ihre Fahrzeuge abgestellt. Zu Lasten der Salzburger, die natürlich ziemlich sauer waren, wenn sie dann für ihren eigenen Parkplatz dort nicht mehr zugreifen konnten. Ne? Und von dieser Seite her aus gesehen ist dieser Stellplatz hier, der noch dazu mit öffentlichen Verkehrsmitteln ideal angebunden ist, perfekt. Zusammengefasst eine tolle Sache. Und wenn im Sommer alles in herrlichem Grün erstrahlt, melden wir uns wieder mit neuen Eindrücken. Bis bald in Wien, Salzburg, Graz.